Ich möchte Ihnen heute hier vor allem zwei ganz einfache Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, wer verdient an der grünen Gentechnik? Und zweitens, wie wirkt sie sich aus im Blick auf die globale Armut und auf die Ökologie unseres Planeten? Schöpfungstag kann zum Fluch werden, wenn der Mensch meint, sich selber zum Schöpfer erheben zu können. Die technologische Entwicklung dieser neuen Sorten ist vor allem eines: ein Riesengeschäft für einige wenige. Wir haben heute in der Kirche erlebt, dass einige Pfarrer eine deutliche Position eingenommen haben. So schreibt der Diözesanrat der Katholiken München-Freising: Wo es keinen Ausstieg gibt, verbietet sich ein Einstieg. Hinzu kommt auch, dass niemand von uns hier die Folgen von Freilandversuchen auch nur annähernd abschätzen kann. Nicht nur der Heilige Geist weht, wo er will, auch der Wind tut es. Eine größere Verbreitung kann auch in kontrollierten Freilandversuchen nicht verhindert werden. Das Saatgut, das wir nutzen und nutzen wollen, ist unser gemeinsames Eigentum. Das gehört uns allen in der Gemeinschaft. And the control of seeds and plants should always be maintained by farmers. They should never ever. Lebensmittel sind viel zu wertvoll. Deswegen muss die Kontrolle über das Saatgut und über die guten Lebensmittel immer in der Hand der Bauern bleiben und nie in die Hand der Konzerne übergehen. Kein Verbraucher will wissentlich gentechnisch veränderte Nahrungsmittel auf seinem Teller haben. Ein Großteil der Landwirte will die persönliche Existenz nicht in die Hand spekulativer Großkonzerne legen. Und niemand von uns will, dass einige wenige Firmen große Teile der globalen Nahrungsmittelproduktion steuern. Wir alle, Landwirte und Verbraucher, Hand in Hand, wir können darüber entscheiden. Denn wir sind es, die ja letztlich diese Produkte kaufen, nach dem Willen der Macher auch noch konsumieren sollen. Viele von euch wissen, wie man in andere Länder Frösche zubereitet. Sie werden in einem Topf gesetzt mit kaltem Wasser, dann wird langsam eingekürzt. Und weil das so langsam geht, merkt der Frosch nichts und bleibt sitzen. Uns ergeht's wie den Fröschen. Die Welt um uns herum verändert sich dramatisch. Wir sind kurz vorm Siedepunkt. Doch wir quaken noch über Germany's Next Topmodel und diskutieren über die nächste Steuererhöhung. So, in closing, my wife is 78, I'm 79 years of age, and we gave a commitment that as long as... Percy ist 79 Jahre, Louise ist 78 Jahre, aber sie haben sich geschworen, dass solange noch Blut in ihren Adern fließt, werden sie weiterkämpfen, werden sie sich weiter einsetzen für unser gesundes Essen und für die Freiheiten, die es hier zu verteidigen gibt. Dieses Mais-Saatgut, nicht hybrid- und gentechnikfrei, wird jetzt gesegnet werden, anschließend dann draußen an alle Teilnehmer verteilt. Lassen Sie es wachsen, lassen Sie die Früchte davon wieder wachsen, im Einklang mit der Natur, die unser Schöpfer uns gab.